Ich hoffe, so wie ich hier sitzt, ihr nicht an eurem Schreibtisch. Da gibt es auf jeden Fall deutlich bequemere Alternativen. Zum Beispiel der neue Fractal Refine, ein Gamingstuhl mit hoher Ergonomie und schickem Design. Aber können die Schweden neben guten Gehäusen tatsächlich auch gute Stühle bauen? Denn etwas Expertise gibt es ja bereits mit dem bekannten gelb-blauen Einrichtungshaus. Ich habe meinen klapprigen Gaming-Chair rausgekickt, mich auf den Refine gesetzt und für euch herausgefunden, ob der erste Fractal-Stuhl überzeugen kann. Hey, hier ist Leo. Fractal kennen wir ja von legendären Cases aus der Define-Serie, dem superluftigen Torrent und schicken Wohnzimmergehäusen wie dem North hier hinter mir. Doch jetzt versuchen sich die Skandinavier auch an einem ergonomischen Gaming-Stuhl, denn ja, beides zusammen ist nicht immer gegeben. Aber ich muss schon sagen, als ich den Stuhl damals bei der Vorstellung zur Computex im Taipei 101 zum ersten Mal sehen durfte, ja, da habe ich meinen Geldbeutel gezückt und gefragt, wo ich denn meine Kreditkarte einstecken muss, denn das Design hat mich damals schon zu 100% abgeholt. Aber schauen wir uns den Stuhl doch jetzt erstmal etwas näher an. Mit seinem doch typisch skandinavisch-minimalistischen Design fällt der Refine jetzt nicht direkt in die Kategorie Gaming Chair. Die sind ja oftmals deutlich sportlicher gestaltet, bieten eine auffälligere Optik und ja, teilweise sogar eine RGB-Beleuchtung. Beim Refine würde ich fast schon sagen, das ist so der klassische Chefsessel, der dann nach der Arbeit auch zum Zocken genutzt werden kann. Klar, als Jugendlicher fand auch ich die Rennsitze sehr cool, doch je näher ich jetzt so langsam auf die 30 zugehe, desto stärker verschiebt sich der Fokus in Richtung Komfort. Und ja, der Refine ist wirklich sehr bequem und sieht dabei auch noch ziemlich cool aus, oder was sagt ihr? Fractal bietet den Refine in zwei Farben an, ein helles und ein dunkles Grau. Beide sind dann noch wahlweise als Stoff- oder Mesh-Variante erhältlich. Wie ihr seht, haben wir hier die helle Netzausführung. Während der Stoff etwas weicher daherkommt, hat das Mesh vor allem für die heißen Sommermonate einen luftigen Vorteil. Nur beim direkten Hautkontakt, zum Beispiel mit einer kurzen Hose, fühlt sich das Netz jetzt nicht so super angenehm an. Übrigens, wer es so richtig luxuriös möchte und den entsprechend dicken Geldbeutel mitbringt, kann zur schwarzen Alcantara-Variante greifen. Das weiche, aber robuste Material mit Wildlederoptik ist optisch schon ein Highlight, da fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Carbon. Doch den Aufpreis von 350 Euro finde ich schon happig. Aber eins ist klar, der Stuhl ist insgesamt sehr wertig verarbeitet und macht einen robusten Eindruck. Fractal hat sich für ein pulverbeschichtetes Fußkreuz aus Aluminium entschieden. Der Unterbau ist hingegen aus Stahl gefertigt, während der Rahmen hier auf der Rückseite aus glasfaserverstärktem Kunststoff besteht. Dazu gibt es eine Garantie von 5 Jahren auf die mechanischen Teile der Basis sowie 3 Jahre auf alle weichen Teile wie Bezug, Armlehnen, Lendenstütze und Nackenstütze. Der Zusammenbau des Stuhls verlief übrigens super easy und hat nicht mal 10 Minuten gedauert. Mit etwas Kraft geht das auch alleine, ich empfehle euch aber eine helfende Hand. Geholfen hat aber vor allem diese übergroße Anleitung, auf der alle wichtigen Schritte gut erklärt werden. Einen chemischen Geruch nach dem Auspacken, wie er teilweise bei anderen Testern festgestellt wurde, war bei uns übrigens nicht der Fall. Vor allem euer Rücken wird es euch danken, wenn ihr auf einem ordentlichen Stuhl sitzt. Und der Refine versucht euren Körper so gut es geht zu entlasten. Fractal setzt hierfür unter anderem auf eine Synchro-Tilt-Mechanik aus dem Hause Donati. Das ist eine italienische Firma, die Sitzmöbel herstellt. Synchro-Tilt heißt ganz konkret, beim Neigen der Rückenlehne neigt sich auch die Sitzfläche und das im 2:1-Verhältnis. Dadurch wird eure Körperhaltung beim Zurücklehnen beibehalten und der Körper besser gestützt, was wiederum auch die Belastung auf Rücken und Beine reduziert. Und genau diese Funktion ist oft bei vielen Gaming-Stühlen nicht mit an Bord. Der Neigemechanismus kann übrigens hier auf der linken Seite durch diesen Hebel in 13 Positionen fixiert werden, wenn ihr euch mal zurücklehnen möchtet. Oder eben frei zum Zurücklehnen bleiben, falls ihr ein bisschen hin und her wippen möchtet. Dazu ist passend auf der rechten Seite ein ausziehbarer Drehgler für den Widerstand, wobei ihr hier teilweise schon echt lange drehen müsst, bis sich da etwas tut. Darüber sind dann 2 weitere Griffe, mit denen ihr die Sitzfläche einstellt. Hier könnt ihr die 120 mm Klasse 4 Gasdruckfeder in der Höhe verstellen und so die Sitzhöhe zwischen 490 und 610 mm justieren. Beim Stoffmodell sind es übrigens 15 mm weniger. Die Sitzfläche lässt sich zudem in der Tiefe zwischen 425 und 480 mm anpassen. Mit an Bord sind zudem 4D-Armlehnen, die ihr in der Höhe verstellen, vor- sowie zurückschieben, drehen und nach links oder rechts schieben könnt. Alle Einstellungen sind mit einem Knopf fixiert,
Nur das Verschieben in der Tiefe leider nicht und hier ist mir die Rasterung auch etwas zu locker, sodass sich die Lehnen auch mal ungewollt verschieben könnten. Deutlich besser klappt da die Justierung der Lordosenstütze auf der Rückseite, die sich um 110 mm in der Höhe und 20 mm in der Tiefe verstellen lässt. Abgerundet wird der Fractal Refund dann von einer verstellbaren Nackenstütze, die ihr ganz einfach in der Höhe verschieben und durch ein Drücken oben auf den Knopf auch rausnehmen könnt, zum Beispiel um den Bezug zu waschen. Ihr seht schon, es lässt sich wirklich sehr viel einstellen, damit auch so gut wie jede Körperform angenehm auf dem Fractal Refund sitzen kann. Für mich mit 1,96 Meter ist der Stuhl tatsächlich perfekt, doch auch Kollege Arian mit 1,67 Meter empfand den Stuhl als komfortabel. Fractal selbst empfiehlt den Refund allgemein für Personen mit einer Körpergröße zwischen 1,65 Meter und 2 Meter sowie einem Gewicht zwischen 60 und 125 Kilogramm. Aber ganz ehrlich, beim ersten Draufsetzen war der Stuhl etwas ungemütlich. Das lag aber weniger am Stuhl selbst, sondern eher den vorherigen, naja, eher weniger ergonomischen Gaming-Stühlen, ja, auf denen ich halt hier in der Redaktion immer saß. Zudem war der Refund noch nicht auf meine Körperhaltung refined. Okay, ja, da war jetzt nicht der Hit. Aber was ich sagen will, es braucht etwas Eingewöhnung und ihr werdet in den ersten Tagen mit dem Stuhl immer mal wieder Feinheiten anpassen, bis die perfekte Einstellung gefunden ist. Für mich mit meinen langen Beinen finde ich die Sitzfläche aber leider etwas zu kurz. Auch wenn ich sie in der vordersten Position habe, liegt mein Oberschenkel nicht ganz auf. Das ist nicht tragisch, aber hätte den Sitzkomfort noch etwas gesteigert. Das Nackenkissen finde ich entgegen mancher anderer Kollegen als sehr angenehm. Angenehm weich, aber mit genug Unterstützung für den Nacken. Wirklich stark sind aber die hochwertigen gummierten Rollen, die sehr geschmeidig und ohne großen Widerstand und sogar auch recht leise über den Boden gleiten. Falls ihr welche zum Feststellen bevorzugt, könnt ihr die ganz einfach austauschen und dann eben ja, neue einsetzen. Fazit: Der Fractal Refund hat mich auf jeden Fall überzeugt. Robust gebaut, mit hochwertigen Materialien, dazu ein schickes Design, zumindest für meinen Geschmack, viele Einstellungsmöglichkeiten für eine gute und komfortable Ergonomie und ein Synchro-Tilt-Mechanismus mit 5 Jahren Garantie. Der Stuhl lässt ja eigentlich kaum Wünsche offen, einzig die nicht einrastende Armlehnen-Tiefenanpassung und die ja für mich minimal zu kurze Sitzfläche für ja, meine langen Beine muss ich halt kritisieren. Mit einem Preis von etwa 549 Euro UVP ist der Fractal Refund sicherlich nicht günstig und klar, es geht auch noch günstiger, dann aber mit deutlichen Abstrichen in der Ergonomie. Da finde ich, hat der Refund ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und sieht auch noch schick aus. Aber was sagt ihr denn zum Refund und zu welcher Variante würdet ihr greifen? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare und lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich werde den Refund jetzt erstmal als meinen Daily Chair hier in der Redaktion einsetzen und hoffen, dass sich mein Rücken in ein paar Jahrzehnten dafür bedanken wird. Also macht es gut, ciao.